Leute, ich bin zurück aus der Krankheitspause nach über 2 Wochen und habe gleich drei richtig geile Buffs für euch, die nicht in dem Mid-Season-Update Patch Notes standen. Ich werde die kompletten Patch Notes jetzt aber nicht nachreichen. Ich gehe davon aus, dass ihr das mittlerweile alle mitbekommen habt. Im Zweifel schreibt mal in die Kommentare, ob ich es vielleicht nachreichen soll. Ich glaube aber eher nicht. Das Patch Note Video oder die Patch Notes sind schon zu lange her. Es sind aber drei Sachen, die einfach mal nicht drinne standen. Watson hat einen 100% Buff auf etwas bekommen. Alle Mains haben es bestimmt schon mitbekommen. Ashe hat nochmal einen kleinen Buff bekommen, der gerechtfertigt ist. Und Vantage nochmal 50% auf das, was ich euch auch gleich zeigen werde im Trainingsgelände. Das hat es auf jeden Fall absolut in sich, wie ich finde. Noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Im Juli gibt es eine fette Aktion jetzt aktuell bis Ende Juli von Aim Controllers. Egal wie krass ihr euren Controller customized, ihr kommt bei PS5-Controller nicht über 219, bei PS4 nicht über 195 und bei Xbox nicht über 199 Euro ohne Versand, ganz wichtig, mit Code CASPER10, egal wie krass ihr euch den zusammenstellt. Dieser Controller, so wie ihr ihn hier seht, der ist locker 320, 330 Euro wert. Wenn ihr den mit 1 mm Tastenweg belegt, ich bin noch im Trainingsgelände, ihr hört gerade das Buster Sword von Cloud. 1 mm Tastenweg, warum stellt das hier nicht scharf? Für Burst- und Einzelschusswaffen eine geile Sache. Pedals, erhöhte Sticks, Hall-Effekt-Sticks, nie wieder Stickdrift, digitale Knöpfe und so weiter, bist du locker schnell bei 300 Euro. Egal was ihr drauf knallt, nicht mehr als 219 ohne Versand. Also bis Ende Juli habt ihr Zeit für die geile Geschichte. Wir kommen jetzt aber zum Punkt. Feuerfrei Vantage. Ihr kriegt einfach mal einen 50% Buff als Main. Ihr müsst natürlich auch nicht Main sein, ist natürlich klar. 50% Geschwindigkeitsboost, wenn ihr Echo raushaut. Die Travel Time ist damit gemeint. Von rausschicken, losspringen. Dieses Losspringen bis zur Echo geht 50% schneller. Es gibt eine eigene Geschwindigkeitsangabe von Respawn. 800 war es vorher, jetzt sind es 1200, sind also laut Adam Riese einfach mal 50% schneller, die du da bei Echo bist. Das sieht man auf jeden Fall, wie ich finde. Moment. Komm, Feuer. Schlecht vorbereitet, wie man sieht. Also es geht schon recht flott, wie ich finde. Ich spiele sie ab und zu, deswegen habe ich das sofort gespürt. Ashe bekommt auf ihre ultimative Fähigkeit 10 Meter Reichweite mehr. Es waren vorher 65 Meter, sind jetzt 75. Hier von dem Phasenende bis zum Phasenriss seht ihr, schaue ich auf 75 Meter und habe mich nicht vom Fleck bewegt. Das ist gerechtfertigt, könnte von mir aus auch noch ein paar Meter mehr sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zum absoluten Hammer für alle Watson Mains. Ich verstehe nicht, warum dieser Buff jetzt erst kommt. Ich habe die Zeit gestoppt. Es waren früher, sie hat passiv die Fähigkeit, ihr Schild passiv zu heilen, so wie das Octane mit seinen Lebenspunkten macht. Bei Octane geht es aber deutlich schneller. Wir haben früher 50 Sekunden gebraucht, um einen Schildbalken voll zu bekommen. Ein Schildbalken sind 25 Lebenspunkte aufs Schild und das waren quasi pro Sekunde. Nee, alle 2 Sekunden waren es ein Lebenspunkt oder so. Ja, genau. Jetzt sind es aber, es sind 25 Sekunden, sobald die Heilung eintrifft, bevor ich mich jetzt mit den Zahlen völlig verhaspele. Es sind 25 Sekunden, sobald die Lebensregeneration beginnt. Mit dem Eintreffen oder mit dem letzten Schaden, bis dann die Regeneration eintritt, dauert es 5 Sekunden. Das heißt, jetzt knallt's, jetzt dauert es insgesamt 30 Sekunden, bis der erste Lebensbalken voll ist. Also 5 Sekunden dauert es, jetzt gehen, sind die 5 Sekunden um und jetzt dauert es noch weitere 25 Sekunden, bis die Lebensenergie für ein Balken wieder volle ist. Also 50 Sekunden für 2 Schildbalken, ein bisschen über 1,5 Minuten für ein lila Buddy, was wieder voll ist. Das ist ordentlich, das ist gerechtfertigt und das meiner Meinung nach macht Watson auf jeden Fall spielbarer und wieder interessanter. Sie ist so schon eine sehr starke Legende. Aber mit dieser Lebensregeneration, das wurde Zeit, dass da endlich was passiert. Grüße gehen raus an Panda als Watson-Main. Coole Geschichte. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.